Findest du nicht auch, dass wir so gut zusammenpassen? Du zu mir und ich zu dir. Findest du nicht auch, dass zwei, die sich wie wir verstehen, sich immer, immer wieder wiedersehen? Wir schauen heute noch einmal bei Mary und Michi am Wiener Rathausplatz vorbei, wo die beiden seit 2 Jahren gemeinsam leben. Ah, das ist die Zahnseide von der Mary. Die Frau hat Zähne wie Sterne. Also nicht wegen der Glanz, sondern wegen der Entfernung. Und so verbringt ihr zwei also den Morgen miteinander? Ja, zu meiner Gurkenmaske stehe ich als Signal. Das war so ein kleiner, liebevoller Beziehungsstreit zwischen dem Michi und mir. Weil er hat ja doch sehr grobe Poren. Na, jetzt lassen wir die Mary ausreden. Jedenfalls habe ich ihn dazu gebracht, dass er jetzt auch eine Reinigungsmaske in der Früh auflegt. Wie geht Michi? Zeig einmal. Okay, bitte, Michi, das sind doch keine Gurken. Na, was weiß ich, wo die Gurken sind? Ich hab sie gesucht. Okay, die Gurken sind, wo sie immer sind, im Gemüse. Woher soll ich wissen, wo das ist? Ich brauche ich nie. Außerdem schmeckt der Knacker einfach besser. Und grundiert hast auch nicht mit Joghurt, sondern mit. Sag, was ist denn das? Mayonnaise! Und ihr seid also ein bisschen ein multikulturelles Paar. Wie macht sich denn das bemerkbar im Alltag? Also, mit dem Michi ist es so, dass man ihn zu neuen, zum Beispiel kulinarischen Erfahrungen, erst einmal verführen muss. Ja, unvergesslich wird mir bleiben, wie die Mary mich zum Geburtstag ins Schweizerhaus eingeladen hat. Und sich offenbar hinter meinem Rücken mit dem Cobra was ausgemacht hat. Eine Überraschung. Die Stützen ist dann als Ausgelöster gekommen und war gefüllt mit Schafkäse und Blutspinat. Also von daher war ich wirklich überrascht. Ich schaue natürlich auch drauf, dass ich für den Michi selber möglichst viel frisch koche. Moussaka. Jedes Mal. Ich finde auch, Essen hat ein total soziales Element. Also zum Beispiel planen wir jetzt eine Party für die Hausgemeinschaft. Also alle Nachbarn werden eingeladen. Wobei man sagen muss, die nachbarschaftliche Stimmung ist im Moment ein bisschen angespannt. Weil wir haben ja im Haus ja für jede Partei einen Garagenstellplatz fürs Auto. Wo aber wir sagen, die Stadt soll für die Menschen da sein, nicht für die Autos. Gell, Michi? Gell, Michi? Das sag mal. Für die Menschen. Gell, Michi? Beide. Hm? Ja. Okay. Jedenfalls hat die Mary auf unseren Autostellplatz 2 Fahrerl draufgestellt. Also das eine, das was ihr gehört, und dann noch das. Das was. Sie für mich gekauft hat. Genau. 2 Fahrerln auf einem Autostellplatz. Da fühlen sich natürlich viele aus der Hausgemeinschaft einmal grundsätzlich provoziert. Und um diese Missverständnisse auszuräumen, machen wir jetzt eben die Party. Wobei man sagen muss, die Hausgemeinschaft hat ihr Erscheinen zugesagt unter der Bedingung, dass es dieses Mal kein Moussaka gibt. Du weißt, ich kann tatsächlich nicht sagen, aber wird es wieder ein Moussaka geben. Ja. Und dann hat sich der Michi aber was ganz Tolles ausgedacht. Ja, folgendes. Wir werden sofort im Anschluss an die Party so wie der letzte Moussaka-Ziegel abgewürgt worden ist, eine demokratische Hausparteienbefragung durchführen, wo wir abstimmen lassen, ob die Leute auch überhaupt angekommen wären, als sie gewusst hätten, dass es justament wieder Moussaka zum Fressen gibt. Da erwarten wir uns sehr aufschlussreiche Aufschlüsse, wo wir dann konsequent Konsequenzen für die Zukunft daraus sehen. Jedenfalls glaube ich, eine Beziehung, wo man so gute Kompromisse findet, die wird
Bestand haben, die ist für die Ewigkeit gemacht. Ja. Was sagt der Teufel? Er meint's nicht so. Gell, Michi? Du meinst es nicht so. Ist mal wurscht.